Na gut. Dann rasen wir mal los. Die Kiste haben wir übrigens auch schon mal gehabt. Das ist eins von den versteckten Autos. They've got their mother and they've got each other. What about you? What about me? What have you got? A friend of mine is helping me through it. Aha, okay. Ich stelle es mir trotzdem ziemlich hart vor, ehrlich gesagt. Aber ich muss mal so sagen, ich habe auch kein Mitleid für Cole übrig. Das hat er sich selbst eingebrockt, die Nummer. Und außerdem, ich finde auch, die Figuren, die bleiben in der Geschichte von Eleanor. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Now that I got you, I may as well ask you. Ask me what? The Black Dahlia. Who was it that killed that poor girl? No official charges have been pressed in the case. I know that. I'm not looking for the official version. I made a promise to the department. These are the guys who sold you down the river. Ich glaube, ich hätte es ihm auch verraten. Nee, ich habe das Problem auch in dem Spiel, finde ich, dass die Figuren zu blass bleiben, um wirklich jetzt Mitgefühl mit ihnen zu haben, mitzufühlen mit ihnen. Weil mit Cole, gut, über die Vergangenheitssequenzen wird halt immer mal ein bisschen was an Hintergrund, ah ne, da komme ich nicht durch, ein bisschen was an Hintergrund reingebracht. Aber abgesehen davon bleibt er immer ziemlich blass, selbst als diese schwere Krise quasi war, dass er eben, dass seine Frau ihn verlassen hat und die Kinder behalten hat, weil er eben hier die Elsa knallen musste. Selbst da hat er sich nicht mal dazu bewogen gefühlt, irgendwas zu sagen oder mal irgendwie aus sich rauszukommen. Und wenn man nicht mal da irgendwie seine Beweggründe, seine Gedanken erfährt, dann, keine Ahnung, es ist irgendwie nicht bloß mit ihm, generell die Figuren bleiben alle ziemlich blassinnig. Also ich habe irgendwie bei keiner Figur so wirklich das Gefühl gehabt, mich so richtig gut in ihn hineinversetzen zu können und dann mit ihm mitfühlen zu können. Das ist nicht gut, finde ich. Also man sollte es... Ich weiß nicht, das ist in anderen Spielen besser gelöst. Geh mal weg hier, ich spiele jetzt hier durch. Das hat man in anderen Spielen besser hingekriegt. Gerade in einem storylastigen Spiel wie Eleanor hätte man das ein bisschen besser machen können, finde ich. Aber gut, was soll's. Jetzt ist es zu spät dafür, jetzt ist das Spiel fast durch. Jetzt braucht er nicht mehr anfangen, noch irgendwie Charaktertiefe reinbringen zu wollen. Passt schon. Ist okay. Aber kann es sein, dass wir am anderen Ende der Stadt sind im Vergleich zum Mulcher-Revier? Schon irgendwie, ne? Wir haben ja ewig gebraucht, jetzt um hierher zu kommen. Aber wir sind da. Through the red light, that she never saw it. Oh, Meilen auf dem Tacho. Okay. Neue Errungenschaft. So, die Frage ist, wo müssen wir hin? Magst du vorgehen? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Können wir vielleicht irgendwas erfragen? Any messages for me, Hopkins? Ah. Not many you'd want to hear. Newspapers wanting interviews and rookies cussing you out, mostly. Nothing else. Pinker wants you in tech services. Maybe you'll be more popular downstairs. Halt die Klappe. Wie man auf einmal total unten durch ist wegen der Aktion, ne? Auf einmal sind sie alle so, wow, du bist ein Arschloch und verurteilen dich übelst, obwohl sie selbst alle absolut keine reine Weste haben. Naja, gut, was soll's. Hey, Cole. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. Where do you stand? I think you're a good cop, but I try and stay out of politics. Everybody tries to stay out of politics, Ray. Well, don't quote me on it, but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. You can use the magnifier. There's quite a lot of detail. Okay. Schauen wir uns an. Very funny. I think you're right, Ray. We have our man. You take a nice photo, Phelps. Ah, das ist das Foto, was er gemacht hat, als er die Kamera ausgefahren hat. Spitze. Okay, kann ich jetzt irgendwie das nächste Foto rüberholen oder wie sieht's aus? Ach so, ich muss wieder rausgehen extra. Okay, mit Q können wir ranzoomen, mit E heraus. Oh, die Uhr kommt mir bekannt vor. He's obviously the competitive bid.
Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? It's already on its way. Lucky, die haben sogar mal richtige Firmennamen genommen in dem DLC, ne? Krass. Howard Hughes, millionaire, industrialist, aviator and playboy, and Vernon Mapes, ex-dirty cop and business fixer. Soll es etwa der richtige Howard Hughes sein? Ich dachte, die Ähnlichkeit mit bestehenden Persönlichkeiten ist rein zufällig. Stand das nicht bei Eleanor am Anfang immer mit da? I found a similar tie pin along with a dead guy in a fridge. Ja, das kriegst du jetzt erst mit. Naja, gut, von mir aus. Okay. Ansonsten aber nichts, ne? Außer der Krawattennadel. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir hier entdecken können. Gut. Nein, nicht ganz weg. Nächstes Blatt. Was haben wir denn hier? Excellent photography, Tomoko. So Tomoko had the goods on McClellan. Too bad they blew the place to hell. Ah, okay, das ist das Verfahren, das sie angewendet haben. Preferred embodiment of chemical bath. Straight through the red light. Composition. Was haben wir denn da? Okay. Was ist, wie ich das leiden kann? C4H6O3. Kein Mensch gibt sowas so an. Eine organische Substanz gibt doch keine Sau in der Summenformel an. Da erkennst du doch nicht mehr, was es für eine Struktur ist. Sowas Blödes. Na gut, wenn ihr meint. Okay. Das ist dann, ich glaube, die hyperchlorige Säure, kann das sein? HClO4? Bin mir gar nicht sicher. Benutzt uns kein Mensch. Ist auf jeden Fall ziemlich ätzendes Zeug. Also ziemlich heftiges Zeug, weil das... Naja, es ist halt ein... Es möchte sehr gern oxidieren. Es ist oxidiert, Entschuldigung. Es ist oxidiert. Es möchte sehr gern andere Sachen oxidieren, meine ich. Es ist ein sehr gutes Oxidationsmittel. Okay. Aber ansonsten ist ja nichts Wichtiges mit drauf irgendwie? Nee. Okay. Gut, dann das nächste Blatt. Wir brauchen noch eine volle Adresse. So, da haben wir unseren... Der da hinten, oder was? Are you kidding? With my eyesight? Der da hinten meinst du? Der andere ist ja unser Polizei... Ex-Polizeifreund. West? Wolltest du das hier? West? Keine Ahnung. Oder haben wir noch ein anderes Schild? Nicht so, ne? Also es wäre zumindest das Einzige, was mir jetzt darauf auffällt, was die Straßennamen angeht. Da hinten steht ja nichts. Ist eigentlich nur hier in der Ecke, aber da will er nichts zu sagen. Nehmen wir einfach mal das nächste. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Oh, eine Hausnummer. Sieh mal an, das ist The Buddy, oder? Okay, lass mal ein Stück rauszoomen. Haben wir noch irgendwas anderes von Interesse auf dem Bild? Nee, ne? Ich glaube nicht. Na gut. Ich glaube, damit sollten wir alles haben. Can you help me with a little experiment? Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the petri dish. Lass mich raten, du hast die... Ja, da freut er sich schon. Du hast die Bestandteile... Genau. Hyperchlorige Säure, da haben wir sie doch. Perchlorsäure heißt sie, okay. Perchlorsäure. Ich kenne es bloß als das Salz, das Perchlorat, deswegen wusste ich jetzt nicht, wie es heißt. Du willst jetzt nicht... Alter, du willst nicht mit derselben Pipette jetzt da reingehen, oder? Du bist eklig, sorry, aber das macht man nicht. Okay, Leinöl. Ach, AZ-Anhydrid sollte das sein, die organische Verbindung. Alles klar. Das... Oh. Pinker, du bist ein Arsch. It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumpy from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. So that was the stuff that caused the explosion. I think so.
Acetic anhydride is almost as explosive as nitro, and when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil, but you could add any organic compound to trigger an explosion. Three little drops. Yeah, and they were using a 100-gallon vat. Ja, wenn man irgendwelche Verbindungen, irgendwelche Reaktionen aufskaliert und das Ganze dann durchführt, dann wird's umso heftiger. Das ist, dann können Reaktionen, die normalerweise relativ gut kontrollierbar sind, auch sehr unkontrollierbar und sehr gefährlich werden. Vor allen Dingen, wenn Gase dabei entstehen. In dem Falle ist aber schon die kleine Reaktion ziemlich unkontrollierbar, sag ich mal. Also Acetanhydrid und so ein extrem starkes Oxidationsmittel zusammenzubringen, ist vielleicht nicht die beste Idee. Gut, aber ich glaube, ansonsten gibt es hier jetzt erstmal nichts mit ihm. Acetanhydrid sollte man übrigens auch nicht einfach mit Wasser zusammenkippen, weil es ja Anhydrid heißt. Das heißt, es will auch gern wieder hydrieren. Es würde gern vom Anhydrid-Status wegkommen, sag ich mal. So, haben wir denn jetzt die Adresse für unser Haus, das wir untersuchen sollen? Gehört das vielleicht mit zu dem, was wir schon hatten, die halbe Adresse? Komm, lass mal die Karre nehmen. Das ist, glaube ich, nicht unsere, oder? Haus auf Foto. Ja, jetzt haben wir eine volle Adresse. Genau, West 2nd Street und eine Hausnummer. Wunderbar. Ach doch, das ist die Karre, die wir vorhin hatten. Alles klar. Hier hat sogar wieder jemand repariert. Das finde ich sehr freundlich. So, oh, genau, genau, die ganze Straße ist leer und genau da kommt einer an, das ist ja logisch. Okay, ich bin gespannt, was es dort jetzt zu finden gibt. Schien ja, als ob dort irgendjemand von US Aircraft wohnt. Und ich könnte mir vorstellen, dass unser Ex-Cop der Hauptverdächtige ist, denn, naja, wir haben ja die Krawattennadel gefunden. Und ich glaube, der wird einerseits den einen da aus dem Verkehr gezogen haben, wer auch immer das war. Und andererseits könnte ich mir vorstellen, dass er auch die Sabotage durchgeführt hat, sodass da alles hochgegangen ist. Was ziemlich mies wäre, aber könnte ich mir durchaus vorstellen. Haus auf Foto, 12 Uhr. Gleich mit Waffen rein, okay. Oh, die Tür steht schon offen, alles klar. Oh. Avgas, if I'm not mistaken. It's all around the floor. Ich glaube, hier wird's gleich brenzlig, sag ich mal. Keine Ahnung, ob es so gut ist, noch hier lange rumzulaufen jetzt drin. Ihr solltet vielleicht schauen, ob ihr nicht erstmal irgendjemanden finden könnt, der da was anzünden will. Transworld Airlines Flugschein von Miami nach Grand Bahama. Na, sieh mal an, zu den Bahamas. Angstrom is flying today on TWA. Angstrom is dead, Cole. Why leave your ticket behind? Nix is cleaning up. Ja, wer ist denn Angstrom? Das wissen wir doch gar nicht so richtig. Oder war das der, der im Kühlschrank saß? So ganz klar ist es eigentlich nicht, würde ich sagen. Pass, Vereinigte Staaten von Amerika, Außenministerium. Okay. Können wir irgendwas drin rumklappen? Nein? Mich würde es ja mal interessieren, von wem der Pass ist. Ah doch, okay. Oscar Hengström. Name Oscar Hengström, Name der Frau, falls eingeschlossen, Angelica Hengström. Name der Kinder, falls eingeschlossen, Daniel Hengström. Okay, wunderbar. Haben wir ganz viele Angaben aus Nevada, also. Ist es also doch jemand, den es wirklich gibt? Ein Chemiker. Na, sieh mal an. Aha. Das war der Mann auf dem Foto. Angstrom and McClellan are the same man. Ich sag doch, schaut mal, ob irgendjemand da ist, der die Hütte anbrennen will. Okay, wie wär's mit dem Fenster? Welche Gasleitung? Welche Gasleitung? Das da! Okay. Na dann raus hier.
Komm schneller. Ich folge dir unauffällig. Na, sieh mal an. Ich glaube, wir müssen jemanden den Arsch aufreißen. Und natürlich war es Vernon Mapes, der hier die ganze Sache angeleiert hat. Er hat die Sabotage eingeleiert und er hat jetzt auch angefangen aufzuräumen. War doch zu erwarten, dass er das war. Wobei ich sagen muss, da gab es dann jetzt nicht so viel zu ermitteln dabei, ne? Das hat sich jetzt alles von alleine ergeben, irgendwie. Huch. Da laggt es auf einmal rum. Naja, er hat das bessere Auto, also es wird schwierig jetzt... Wo kamen die denn her? Da jetzt vernünftig ranzukommen, aber wenn er so fährt wie so eine Sau, dann... Irgendwann sind wir schon dran, denke ich mal. Genau, nochmal durchs Kriegsgebiet durch. Ah, verdammt, ich dachte, der macht links rum. Das kommt davon, wenn man zu sehr spekuliert. Man sollte sich doch einfach darauf verlassen, einfach darauf konzentrieren, dass die hinterherfahren. Ja. Ja, ich mach schon. Schieß du mal den anderen nieder hier, am besten. Okay, da brauchst du nichts niederschießen, da erledigt sich von allein der Idiot. Ja, schieß mal auf die Reifen, ich kann nicht näher. Der ist schneller als ich. Drecksack. So, ich lasse die anderen dann einfach mal. Die können von mir aus... Ja, wo fahren die denn hin? Die fahren wieder weg. Die haben keine Lust mehr. Die können von mir aus sonst wohin fahren. Wir bleiben natürlich an dem dran. Jetzt. Diesmal fahre ich nicht erst in die andere Richtung. Komm schon, Mapes. Wie lange willst du noch wegfahren? Irgendwann ist deine Karre hinüber, garantiert. Use Aircraft, 12:27. We're gonna have to go through all the security men first. I hope you're ready for a fight, Cole. Ernsthaft? Alter! Du willst jetzt gegen die MP kämpfen? Na gut, machen wir mal ein paar vom Militär tot. Klar, da haben wir sonst nichts zu tun. Okay, der hat Glück gehabt. Gleich durch den Wagen durch, genau. So, das war's für den. Bleibt noch einer. Ich glaube, ich sollte gleich mal im Kofferraum schauen, was wir da noch hier an Waffen uns so holen können. Komm. Schauen wir doch mal. Haben wir nicht hier eine Thompson? Natürlich. Schön. So habe ich mir das doch vorgestellt. Na, kommt schon. Stellt euch. Das war's für ihn. Er hat's auch erlebt. Bleibt noch einer. Ich liebe meine Thompson. Oh, der ist schon hinüber. Na dann weiter. Komm, ich steig mal ganz kurz in die Kiste ein. Ich weiß nicht, ob das hier noch als neues Auto zählt. Tatsächlich. Okay, nee, ich lasse es stehen. Wenn ich für meine Waffe abgeben muss, dann nicht. Ist egal. Dann also rein in die gute Stube. Endet das Ganze also in einer Schießerei. Na, von mir aus. Los geht's. Ich bin bereit. Gut, so viele Gegner sind da gar nicht. Ist doch ganz gemütlich, so wie es aussieht. Ganz kuschelig. So, das war's für ihn. Machen wir auf der anderen Seite weiter. Da oben drin, na klar doch, im Flugzeug. So, spielen wir mal ein bisschen Krieg, ne? So, wo sind die denn? Keine Ahnung. Ich gehe mal weiter.
Oh! Da haben sie ein paar dickere Geschütze, wie es scheint. Okay. Ah, da oben ist einer. Ist da hinten einer auf dem Dach? Könnte sein. So, den erwische ich nicht. Also erstmal hier aus der Deckung raus. So, das war's für ihn. Weiter vorstoßen. Okay, das läuft. Ich kann sogar von hier aus eigentlich warten, bis er wieder rauskommt. Na komm, mein Freund. Ernsthaft? Du lebst immer noch? Ach komm schon, jetzt ist aber mal gut. Halt die Klappe. So. Hat sich das erledigt? Fehlt aber noch der wegen, den wir eigentlich da sind. So, the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good honest cops hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission. I don't know if it'll do you any good, Phelps, but between the spruce goose and half the city exploding, you might just have made the case of the decade. Oh, schon vorbei? Muss mir entgangen sein, dass wir Vernon Mapes getötet haben. Aber vielleicht war das der, der hinten auf dem Dach lag und auf uns geschossen hat. Na gut, die Nickerson-Galvanisierung ist damit abgeschlossen. 15 von 16 gefundenen Beweisen, 5 von 6 Fragen richtig, ist in Ordnung. Der Fall gegen Nickerson hängt davon ab, ob er wusste, was in seinem eigenen Werk vor sich ging. Ja, war am Ende ganz okay. Ich hätte mir ein bisschen mehr Aufklärung und ein bisschen weniger Ballerei am Ende gewünscht. Es war dann doch ein bisschen plötzlich, dass es dann sich so spontan alles ergeben hat, dass wir hier direkt hinter Mapes dann her waren und so. Also, ich weiß auch nicht. Es war dann ein bisschen wenig Ermittlungen dabei jetzt in dem Fall. Aber gut, ist mir auch recht. Damit haben wir, glaube ich, den letzten DLC-Fall abgeschlossen und begeben uns nun, würde ich denken, also ich glaube nicht, dass es noch mehrere sind, jetzt wieder zur Hauptstory und damit vermute ich mal zum großen Finale. Auf geht's!